Fährt man von Vilsmoos Richtung Talschluss, kommt man zu den Hofalmen. Und wenn es dann so klingt, spielen Schüler des Musikums Altenmarkt Rathstadt. Das klingende Hofalmgebiet ist eine von 50 jährlichen Veranstaltungen des Musikums. Schülerinnen und Schüler können der Öffentlichkeit präsentieren, was sie gelernt haben. Da sind wir am richtigen Weg. Wir haben super ausgebildete, gute Lehrer, die was auch gute Volksmusikanten sind, die was das auch weitergeben können, wo man da so ein bisschen umhaucht jetzt auf der Alm herum, wie musikantisch, dass da die jungen Leute schon spielen. Und das ist eben auch das Vorbild, was wir für die Lehrerinnen und Lehrer haben. Und die geben das einfach so weiter, wie Volksmusik gelebt wird und wie sie sich auch entwickelt. Und durch das haben wir da so einen guten Zuzug bei den jungen Leuten. Ein Instrument gut spielen zu können, gehört nicht nur Begabung dazu, sondern auch Zielstrebigkeit. Also ich kann mich voll gut erinnern, ich habe relativ früh zur Geigen gefunden. Da sind wir mal in der Kirche gewesen und da ist vorne draußen ein Geigenensemble gestanden. Und das hat mir so gut gefallen. Nach der Kirche bin ich zu meinen Eltern gelaufen und habe gesagt, ich möchte unbedingt Geigen lernen. Und habe dann nicht nachgelassen und habe immer wieder nachgefragt, ob ich Geigen lernen darf. Und dann sind wir mal ins Musikum gefahren und habe einmal schnuppern dürfen bei einer Geigenstunde. Und ja, dann war es relativ klar, dass ich Geigen lernen möchte. Und dann habe ich gleich angefangen und seitdem bin ich immer dabei. Die Freude und der Spaß an der Sache stehen im Vordergrund. Dass man sich eigentlich austoben kann. Also es klingt nichts gleich, was man spielt, und man kann sich aussuchen, was man spielt, und es ist einfach abwechslungsreich und das macht Freude. Und wie geht es dir da dabei? Ja, mir macht es einfach Spaß, das Spielen. Also uns persönlich macht es einfach Spaß, wenn wir die Leute Freude bereiten können. Bist du nervös vor so einem Auftritt? Naja, eigentlich nicht so, nein. Meine Ziele mit der Geigen sind einfach eben der Spaß an der Musik und die Freude und auch die Gemeinschaft. Ich habe so viele neue Bekanntschaften gemacht, durch die Musik, durchs Musikspielen, und allein wegen dem hat es schon viel ausgezahlt. Wir spielen nicht so oft gemeinsam, aber wenn wir zusammen sind, dann geht es gut oft. Die traditionelle Volksmusik hat einen extrem hohen Stellenwert bei den jungen Leuten jetzt. Da hat sich irrsinnig viel entwickelt, auch aus den jungen Leuten. Außer sind jetzt schon so mittelalte junge Leute waren, die was jetzt auch wieder die Jungen motivieren zum Spielen. Und dadurch ist das so in einer Bewegung gekommen, in einer positive, dass da wirklich so viel los ist jetzt, dass es eine Freude ist. Eine Freude ist sie wahrlich, die Veranstaltung Klingendes Hofalmgebiet in Vilsmoos.